Wir erleben das ganz aktuell in den USA, wo die neue Regierung per Dekret Menschenrechte unterminiert und die Unabhängigkeit von Gerichten und das Prinzip der rechtsstaatlichen Checks und Balances in Frage stellt. Gerade von der EU wünscht sich Amnesty nun eine aktive Flüchtlingspolitik, die den Schutz der Menschen wieder in den Vordergrund stellt. Dann könnte das Schwarzbuch ertüchtigen. Soweit unser News-Spezial für diesen Moment. Jetzt schauen wir gemeinsam mit Rolf Niebuhr auf den Sport. Fußball Champions League, 14 Tore im zweiten Team, aber leider auf den neuen Bayer Leverkusen mit den Herrschaften 2:0 gegen Atletico Madrid aufgrund der Ernüchterung. Wurde vor dieser Gegenwart Manchester City nach 55 Algerien nach der Nöte. Hallo und herzlich willkommen. Pep Guardiola, der heute den Schalker Leroy Sané in jedem Zeit und Sané beweist, warum er die rund 50 Millionen Euro gehabt hat. Zusammen mit seinem Kurskollegen Aguero hat der Nationalspieler ein verrücktes Champions League-Spiel von Manchester City gegen Monaco noch gewonnen. City also auf Kurs bei der Leverkusen dagegen abverdient. Antoine Griezmann und Fernando Torres spielen gerne gegen deutsche Teams. Nun haben sie mit Atletico Madrid den jungen Bergfeld aus Leverkusen einmal mehr eine Lehrstunde erkannt. Jeder Mensch kennt die Spielweise von Atletico, das ist einfach sehr, sehr defensiv, aber auch kommt es eine Kontermannschaft. Dennoch spielte Leverkusen fast schon blind offensiv. Schneller so. Also das sind harte Machtunterschiede. Experten erwarten uns